Hallo liebe Jagdfreunde, da ich einigen Freunden versprochen habe, zu meinem 100. Abo mal einen kleinen Quiz zu machen, will ich das heute mal machen. Ich bin hier gerade an einer Stelle, wo die Sauen viel sind und wollte euch mal fragen, wie man das hier nennt. Dürfte für einen Jäger nicht allzu schwer sein. So, und hier nochmal eine andere Stelle jetzt. Hier sieht man ein paar Sträucher, an denen ein paar Jugendliche oder Wild oder wie auch immer mit einem Messer an den Sträuchern umhergekratzt haben. Könnte aber auch eine Wildart sein. Was meint ihr? So, hier sieht man jetzt ein paar größere Schwarzwildfährten und ich möchte gerne von euch wissen, was das Stück Schwarzwild hier an diesem abgesägten, ich sag jetzt mal Mast oder Baumstamm gemacht hat. Und wie heißt dieser Stamm? Hier sieht man auch ein paar Stellen, was das Wildschwein bzw. das Stück Schwarzwild hier gemacht hat. Also ich will von euch bloß wissen, was das hier ist und was die Sau hier gemacht hat. Liebe Freunde, jetzt zur vierten Frage. Hier vor mir seht ihr jetzt einen Weg, der hauptsächlich von Schalenwild und auch von Haarwild genutzt wird. Wie nennt man diesen Weg für Schalenwild und für Haarwild? Ich hätte gerne beide Begriffe gewusst von euch. Wie auch hier nochmal zu sehen ist, eine Wildart kommt hier ganz bestimmt immer lang. Ren, komm! So, und jetzt meine letzte Frage. Was nimmt der Jäger für ein Hilfsmittel, um an diesem Stück Holz die Sauen hinzubekommen? Kleiner Tipp von mir, wird raufgeschmiert so ein bisschen. Ist ein Naturprodukt und zieht die Sauen magisch an. Das soll es erstmal gewesen sein. Dann bedanke ich mich bei euch und hoffe auf rege Beteiligung. Meine Jagdfreunde, zum Abschluss vom Quiz möchte ich nur noch sagen, dass ich diesen Quiz nicht per Video beantworten werde, sondern ihn einfach mit einem Kommentar kurz nochmal beschreiben werde und auch den Sieger bekannt geben werde. Und hier zum Abschluss nochmal ein kleiner Blick Hintergrund auf die Ostsee. Und Preise gibt es natürlich auch nicht. Das habe ich auch noch vergessen zu sagen. Ich wollte erst schon mal einen Preis ausloben. Und zwar ein Begehungsschein für ein Jahr und mit freier Büchse kostenlos. Aber das ist natürlich Quatsch, ist natürlich bloß ein Spaß. Es gibt als Dankeschön für den Gewinner eine kleine Ehrung vor der YouTube-Gemeinde. Und ich hoffe, ihr versteht den Spaß. Also bis dann.